Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Logarithmus-Basisumrechnung. Warum ich das Ganze brauche, liegt auf der Hand. Das hier ist ja mein Logarithmus, den ich aus dieser Gleichung hier bekomme. Also wenn ich aus dieser Gleichung nach x auflösen möchte, mache ich das, indem ich den Logarithmus von b zur Basis a nehme. A und b sind ja genau diese beiden Werte aus der Gleichung. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich das nicht in den Taschenrechner eingeben kann. Das heißt, ich kann zwar schön nach x auflösen, das hier kann ich aber nicht in den Taschenrechner eingeben. Das Einzige, was ich in den Taschenrechner eingeben kann, ist der sogenannte dekadische Logarithmus, der Zehnerlogarithmus. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, aus dieser Formel, beziehungsweise aus dieser Formel, die ja äquivalent ist, irgendetwas zu bekommen, das einen Zehnerlogarithmus beinhaltet, also einen dekadischen Logarithmus. Schauen wir uns das Ganze mal an. Der 10er Logarithmus oder dekadische Logarithmus ist doch so definiert. Der Logarithmus von x zur Basis 10 ist LG, also der dekadische Logarithmus von x. Das heißt, ich nehme hier einfach irgendeinen 10er Logarithmus her. 10 hoch x ist gleich a. Denn wenn ich das umrechne, ist es ja gerade mal x ist gleich der Logarithmus von a zur Basis 10. Da habe ich ja jetzt meinen 10er Logarithmus. Und das hier kann ich ja dann schreiben als LGA. Das heißt, aus 10 hoch x ist gleich a wird x ist gleich LGA. Fasse ich das Ganze hier zusammen, also die erste und die dritte, dann erhalte ich 10 hoch LGA ist gleich a. Und warum habe ich das gemacht? Ich brauche ja irgendwas, um das a rauszubekommen, ohne dass schon wieder ein x drin steht. Das heißt, ich habe hier einfach eine Umformung gemacht und nochmal eine Umformung von einem 10er Logarithmus, so dass ich dieses a hier später einsetzen kann. Denn man sieht hier schon, wenn ich jetzt für das a das hier einsetze, dann habe ich hier etwas stehen mit dem dekadischen Logarithmus und nicht mehr mit dem LOG, so wie wir es kennen. Nur, jetzt brauchen wir das auf der rechten Seite auch. Das heißt, wir machen das gleiche nochmal für b. 10 hoch x ist gleich b. Wenn wir das umformen, ist x der Logarithmus von b zur Basis 10 und das ist x vom x ist gleich damit der dekadische Logarithmus von b. Auch hier fasse ich erste und dritte Gleichung wieder zusammen. Dann erhalte ich 10 hoch dekadischer Logarithmus von b ist gleich b. So, und jetzt kann ich dieses a und b aus meiner ersten Gleichung in die zweite Gleichung einsetzen. Dann erhalte ich 10 hoch LGA hoch x ist gleich 10 hoch LGB. So, und nach meiner Potenzregeln weiß ich doch, dass ich jetzt auch schreiben kann, LGA mal x. So, und jetzt ist es eigentlich recht leicht. 10 hoch LGA mal x ist gleich 10 hoch LGB. Wenn die Basen gleich sind und ich eine Gleichung habe, dann ist es gleichbedeutend mit, dass die Exponenten gleich sein müssen. Also, wenn 10 hoch irgendwas dran steht, ist gleich 10 hoch irgendwas, dann müssen die Exponenten in dem Fall gleichgesetzt werden. In dem Fall also LGA mal x ist gleich LGB. So, meine Frage war ja, ich will nach x auflösen. Und das kann ich jetzt, indem ich durch LGA teile. Bleibt stehen, x ist gleich LGB durch LGA. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe diese Formel hier zuerst in diese Formel umgeformt und jetzt so umgeformt, dass ich nur noch dekadische Logarithmen drin habe, so dass ich es in Taschenrechner eingeben kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Logarithmus von 5 zur Basis 2 bedeutet, ich gebe in Taschenrechner ein, dekadisch Logarithmus von 5 geteilt durch dekadischer Logarithmus von 2. Und schon habe ich mein Ergebnis. Das alles war jetzt die Beweisführung. Was ich aber mir merken muss am Schluss, ist, dass wenn ich so ein Ergebnis dranstehen habe, ich das so umformen muss, damit ich es in den Taschenrechner eingeben kann.